hochwertiges Badehaus, was alles allen Bedürfnissen entsprechen soll. Und dann schließt man einen Vertrag ab oder nimmt einen Mieter, der eine weitere Investitionsabsicht hat für die nächsten 6 Jahre, sprich, der die tolle Miete, was da ausgewählt worden ist, von jährlich 30.000, ist im Vertrag so vereinbart, die ersten 6 Jahre braucht er nicht bar an die, als Miete an die Gemeinde zahlen, sondern hat die Möglichkeit, und wird das auch, ist auch so geplant, diese 180.000 weiter verbauen in ein bestehendes, fixwertiges, neues, ausgezeichnetes Badehaus. Man muss, da müsste irgendwas schief gehen, entweder ist das Haus jetzt falsch gebaut worden oder derjenige müsste dann vergolden. Weiß ich nicht, ob es die Bevölkerung wohl eine Tierfinken haben will, keine Ahnung, ich sehe die Notwendigkeit nicht. Es ist nicht so, dass heute ich, die Grünen, dagegen sind, dass möglicherweise noch fehlende Infrastruktur, zum Beispiel eine Sauna etc., dass noch erweitert wird, dass man ja möglichst einen langen Jahresbetrieb aufrechterhalten kann. Nur dieses Statement, nur einmal 180.000, das ist ja nicht wenig Geld, das ist ja nicht so eine Erweiterung oder jetzt hat gefällt, was ich, irgendwas in der Küche, das ist ja richtig viel Geld, da mache ich normal ein eigenes Badehaus reingekommen. Und da bleibt uns die Gemeinde, die SPD aber sicherlich die Antwort schuldig. Und so ist der Zustand jetzt. Das ist natürlich in keinem Fall vertretbar. Können Sie uns ein bisschen was auch erzählen zum Sehen, wie die Position des Seitenvereins ist? Der Verein unterstützt diese Bürgerinitiative vor allem deshalb, weil das Ziel, einen öffentlichen Zugang zu einem See zu liquidieren, was genau den Interessen des Alpenvereins entgegensteht. Der Alpenverein ist neben seiner Funktion als Naturschutz-Bergsteigerorganisation im hohen Maße daran interessiert, dass der moderne Freizeitmensch sein angestammtes Recht, sich frei in der Erholungslandschaft Natur und Anführungszeichen zu bewegen, auch wahrnehmen kann. Und primär wäre es die Aufgabe der öffentlichen Hand, diese Zugänge zu den Erholungsräumen zu sichern. In Wahrheit ist es aber so, dass Organisationen wie der Alpenverein, es gibt ja auch andere, die mit den ähnlichen Problemen betraut sind, eigentlich einen sehr großen Zeit- und Materialaufwand dafür verwenden müssen, pauschal betrachtet Hindernisse auf diesen Wegen in die Erholungsräume zu beseitigen. Und ganz schlimm wird es, am Beispiel Eigholzsee erkennbar, wenn die öffentliche Hand, die genau dafür zu sorgen hätte, dass diese Dinge erhalten bleiben, beteiligt ist, solche Hindernisse aufzustellen. Und das ist der Grund, warum der Vieler Alpenverein in seiner Vorstandssitzung beschlossen hat, dass wir diese Initiative unterstützen. Die wirtschaftliche Entwicklung und das Thema Tourismus. Wie beurteilen Sie aus der Außensicht? Ja, denn die Situation braucht zusätzliche Betten. Wir haben ja in letzter Zeit mit verschiedenen Themen in Kärnten immer wieder die Situation, dass man sagt, es soll was passieren im Tourismus, man sollte Investoren nicht verärgern, wir dürfen nicht stehen bleiben und. Schauen wir uns zuerst einmal ein paar Fakten an. Wir sind grundsätzlich in Kärnten und insbesondere in dieser Region noch immer in einer sehr tourismusintensiven Zone. Es gibt von der Statistik Austria eine Darstellung der 25 nächtigungsstärksten Regionen Österreichs. Da rangiert Villach auf Platz 10 und Finkenstein auf Platz 16, österreichweit. Also wir sind sehr tourismusintensiv. Trotzdem, und das ist an niemandem vorbeigegangen, ist die Nächtigungsentwicklung auch bei uns, so in ganz Kärnten, negativ. Kärnten hat in der letzten Gesamtsaison Sommer und Winter zusammen ca. 12 Millionen Nächtigungen gehabt,
im Jahr 2000 waren es noch ca. 13 Millionen. Ganz zu schweigen von den goldenen Zeiten und Anführungszeichen von rund 19 Millionen Nächtigungen in den 80er Jahren. Da hat sich gewaltig etwas getan. Die Frage ist nur, wie sieht man sich diese Entwicklung an? Sagt man, um Gottes Willen, wir möchten das wieder? Oder sagt man, nein, wir müssen akzeptieren, dass sich die Linie verändert hat? Und ich glaube, kommt dazu noch später, die Linie haben sich verändert. Es ist das Angebot an Betten in der Region deutlich zurückgegangen. Kärnten hat im Sommer, im letzten Jahr, laut Statistik des Landes Kärnten, 155.600 Betten gehabt. 2008 noch waren es 156.000 und jetzt sind es immer rund auf 141.000. Das heißt, das Angebot geht zurück. Wieso geht das Angebot zurück? Der Privatzimmervermieter, der früher quasi durch den Ausbau ein zusätzliches Einkommen sich verschafft hat, der ist an dem nicht mehr interessiert. Da wohnt jetzt die Familie oder er hat seinen Wohnraum vergrößert. Die preisgünstigen Angebote, Gastronomie mit ein, zwei Sternbereich gibt es schon fast nicht mehr. Die haben sich einfach aus dem Markt begeben, weil sie auch kein Interesse mehr daran haben. Das heißt, das Angebot und die Nachfrage gehen Schritt für Schritt und Hand in Hand zurück. Das ist einfach so. Die Auslastung der bestehenden Betriebe, sind noch immer genug Betriebe hier bei uns, ist im Grunde relativ bescheiden. Rein statistisch, 30% der in Kärnten zur Verfügung stehenden Betten sind im Sommer ausgelastet. 30%. Im Winter sind es 20%. Das heißt, die wirtschaftliche Überlegung wäre doch, normalerweise können wir nicht die bestehenden Kapazitäten besser ausnutzen. Da braucht man nicht extra investieren oder vielleicht ein bisschen Verbesserungsinvestitionen, nichts auf die grüne Wiese hinstellen, sondern einfach schauen, aus dem Vorhandenen mehr zu machen. Gibt es ja auch Landschaftsschutzgebiet, vielleicht vom Naturschutzaspekt, was so schützenswert wäre oder erhaltenswert wäre für dich? Man hat, keine Ahnung wann, aber vor langer Zeit, eigentlich alle Kärntner Seen rundherum mit Landschaftsschutz ein bisschen abgeschützt, aber qualitativ hat ein Landschaftsschutzgebiet ganz wenig Bedeutung. Auch als Hindernis gegen solche Marinationen. Zumal ja der Standort des Sees selber aus welchen Gründen immer schon ausgenommen wurde, seinerzeit, keine Ahnung. Meine persönliche Frage ist genau zu dem, was der Herr Bosnick sagt. Man sollte Investitionen, egal ob die ins Wohnen oder Werken oder wie immer Tourismus, nicht auf den erstklassigsten Grundstücken umsetzen, die sollen für die Allgemeinheit offen bleiben. Und genauso wie der Fitnessparcours von Einheimischen und Touristen benutzbar ist, sollte ein Bad genauso für eventuelle Chaletgäste, wie dort geplant, aber wenn diese Chalets 300 Meter vom See weg errichtet würden, wird es wahrscheinlich von uns und niemanden stören. Risiko des Unternehmens. Aber die öffentlichen Zugänge zu den, wie soll man sagen, Filetstücken der Erholungslandschaft, die sollten unangetastet bleiben. Um das geht es. Im Naturschutz, aber auch im Landschaftsschutz. Das heißt also, und das wollte ich jetzt etwas übergeordnet noch einbringen, es steht ja in der nächsten Zeit die, oder schon angestanden, die Änderung der Kärntner Landesverfassung an. Und wir haben also da ein paar Vorschläge gemacht, aber zwei sind essentiell. Das eine ist, dass die Naturräume in die Verfassung geschützt werden sollten, auch öffentliche Seezugänge, wie es zum Beispiel in der bayerischen Landesverfassung drin steht. Das ist zwar vielleicht utopisch, aber ich finde, wenn man die Sachen nicht anspricht und auch nicht angeht, wird sich nie was ändern. Ja. Okay, das war also keine Frage, sondern eine Frage. Hat es schon Versuche gegeben, da Initiativen zu starten, dass man Kontakt aufzunehmen von
Also die Initiative hat einerseits alle Fraktionen gebeten, hier mal klar Position zu beziehen und Fragen zu beantworten. Die finden Sie auch in den Unterlagen, die finden Sie auch auf der Website. Dass ja, es gab auch Gespräche, gab mit fast allen Fraktionen Gespräche, auch mit dem Bürgermeister und der SPÖ. Wir sind auch durchaus offen, mit dem neuen Pächter zu sprechen. Es war bisher nicht wirklich gehört, der war bis diese Woche jetzt im Ausland. Aber das ist auf jeden Fall eine, der Herr Buck hat das auch gesagt, das ist eine ausgestreckte Hand. Ja? Und hier geht es nicht darum, jetzt irgendwas gegen einen Pächter oder möglicherweise Investor zu tun. Sondern hier geht es wirklich darum, einfach Erlebnisräume zu erhalten und das vielleicht auch zum Anlass zu nehmen, um manche Dinge, sei es touristisch oder auch gesamtwirtschaftlich in der Region, anders zu denken. Und das sind alle, die hier sich einbringen wollen, eingeladen. Ja. Wir bringen uns ein und wenn man gemeinsame Wege findet mit einem Pächter oder potenziellen Investor, die dann alle Seiten zufriedenstellen, wo man sagt, man kann diese Lebensräume erhalten, man kann was Tolles daraus machen, man kann was machen, von dem die Region profitiert, von dem die Betriebe profitieren. Super, gern. Ja. Das ist nicht eine Konfrontation. Das ist, die Bürgerinitiative war einmal oder war ein Aufschrei, der gesagt hat, stopp. Ja. So einfach an der Öffentlichkeit mit öffentlichem Eigentum, an der Öffentlichkeit vorbei mit öffentlichem Eigentum. Das wollen wir nicht und so einfach geht es nicht. Was gibt der Pachtvertrag vor und wie viel ist offiziell bekannt für den Pachtvertrag? Ein kurzer Riss, wie das funktioniert wird. Im Bachvertrag steht der schlussendlich nicht wirklich viel drin. Da steht alle Möglichkeiten drinnen, es sind Vorschläge drinnen, aber natürlich ist es nur ein Bachvertrag, das muss man so sehen. Aber mit der Option, zu dem stimmt der Bürgermeister, der Möglichkeit, dort Chalets bzw. Erweiterungen im Gebäude selber zu machen, so wie eben wie man für den Bachvertrag Sauer etc. Das war unsere witzige Sitzung. Ich stehe auf und boykottiere natürlich dieses Vorhaben. Und dann hat sich eine Diskussion entwickelt, die was keiner gewusst hat. Nämlich alle zusammen scheinbar nicht, nur ganz wenige Insider. Auf einmal steht der Herr Werner Sitter auf. Das sind witzigerweise so Schulfreunde mit dem Herrn Pechschnick und hat sich aus seinem Interesse hier informiert. Und beginnt nun die Diskussion als Redner in der Gemeinderatssitzung mit einem Schwung voll perfekter, ausgearbeiteter Pläne und Bilder über bevorstehende Chalets, die was nie zu Wort kommen wären vom Bürgermeister aus. Das war unsere witzige Situation. Der Werner steht auf, sagt den Bilder und redet zum Gemeinderat, zu den Besuchern, zur Presse, was vorhanden war und sagt zum Bürgermeister, du kennst dir das alles, wieso erzählst du das nicht? So ist das abgelaufen. Und dann hat die Diskussion angefangen. Das haben nämlich viele unter von alle Formen gleich gar nicht gewusst. Es hat scheinbar nur ganz wenige im Vorstand und ohne ganz gewusst. Und dann war die Situation doch ganz eine andere. Dann haben sich aber dennoch leider die meisten Fraktionen noch immer noch dafür ausgesprochen. Und ja, so ist das gegangen. Und der Bürgermeister hat sich bisher positioniert sich bis heute ganz klar, die Gemeinde wird zumindest in Sachen baurechtlichen Verhandlungen voll dafür sprechen. Natürlich sagt er, das ist ja so, für eine Bautätigkeit braucht es jetzt einen Bau ansuchen, das kommt der Gemeinderat, dann gibt es eine Naturschutzbegutachtung etc., wie halt das ein Bau funktioniert in so einer sensiblen Landschaft, aber der Bürgermeister, das ist klar, er spricht sich bis heute klar dazu aus, dass die Gemeinde unter seiner Führung das unterstützen wird. Vielleicht, so ist es. Vielleicht aus dem Detail, zumindest das, was uns vorliegt. Der Pächter verpflichtet sich auf den Pachtzins eine Vorauszahlung in der Höhe von netto 180.000 Euro zu entrichten, welche in Form von Anschaffung für Infrastruktur und Ausstattung des Pachtobjektes zu leisten ist. Das heißt in der Konsequenz,
unseren Informationen nach, das ist das, was wir an Fakten haben, sind die Baukosten bei ca. 720.000 Euro brutto. Und offenbar ist es noch nicht fertig, das heißt, es kommen noch 180.000 dazu, dann wären wir mal bei 900.000 und nähern uns dann quasi langsam für dieses Objekt der Millionengrenze. Über die jeweiligen Maßnahmen ist mit der Verpächterin das Einvernehmen herzustellen. Und dann heißt es weiter, und das ist im Grunde der entscheidende Satz, der dann doch alle hellhörig gemacht hat. Die Verpächterin, also die Gemeinde, stimmt einer Erweiterung des Strandbades und der gesamten Anlage mit zusätzlicher touristischer Infrastruktur, wie zum Beispiel Sauna oder weiteren Objekten, grundsätzlich zu. Im Detail sind diese Erweiterungen jedoch mit der Verpächterin abzustimmen. Das ist der Punkt, wo wir sagen, hier gibt es einerseits noch Spielräume, auf der anderen Seite auch die Frage stellen, warum unterschreibt ein erfolgreicher Unternehmer sowas, wo er zwar eine grundsätzliche Zusage hat, aber im Detail die Verpächterin quasi mit nur einem Strich durch die Rechnung machen kann wieder und zeigen kann, also so hätten wir es dann denn doch nicht gerne. Und das ist, hier ist wirklich Transparenz gefordert, damit die Frage, welche gibt es Zusagen, die darüber hinausgehen, gibt es keine Zusagen oder gibt es Abhängigkeiten in welcher Form auch immer. Wir reden hier immerhin davon, dass natürlich rein wirtschaftstechnisch die Situation die ist, dass aufgrund eines so hohen Fachbetrages, so hoher Einnahmen, sich die Gemeinde zumindest die Umsatzsteuer ersparen kann. Das heißt, dieser Deal führt dazu, dass sich die Gemeinde unterm Strich ungefähr 120.000 Euro ersparen kann, weil sie sich die Umsatzsteuer zurückholt. Und aus dem Gesichtspunkt war natürlich die Gemeinde auch sehr froh, jemanden gefunden zu haben, der das Zehnfache aller anderen bietet, weil sie damit ihre eigenen Kosten um 20% reduzieren können. Und auch hier gibt es natürlich, gilt es, Überlegungen anzustellen, ob diese Dinge vielleicht auch anders erreicht werden können. Und man sieht hier, es geht hier einerseits um dieses Gesamtthema mit der Frage, was gibt es an Konzepten, und es geht konkret auch um die Frage, was hat es gekostet, was gibt es an tatsächlichen Dingen, die ausgemacht worden sind oder nicht, und hier braucht wahrscheinlich mal wirklich eine ganz klare Transparenz. Und idealerweise natürlich noch auch vor dem ersten März. Ja, wir wissen, in politischen Diskussionen oder in öffentlichen Diskussionen, wenn es die Politik erreicht, dann wird es gesagt, Andreas Kohl, die Wahrheit ist ein Kind der Zeit. Einerseits, und wir wissen auch, dass es in der Politik immer sehr viele Versprechungen gegeben hat, meistens vor Wahlen, die dann nach Wahlen wieder ganz anders ausgesehen haben, und deswegen geht es hier schon klar, Dinge auch noch zu besprechen und zu diskutieren und klarzulegen. Jetzt hat er aber da erwähnt, es ist ja doch auch eine eigene Initiative gestartet mit Unterschriften, sondern Volksbegehren hin und her. Ja. Wie schaut es denn das aus, weil ich quasi gestellt sind, und ich verstehe es auch mit dem Schulfreund und zuerst Schenkow früher war, dadurch ein bisschen politischen Background hin. Also so MLC, Wahlkampfthema? Ja, also es zeigt sich ja jetzt auch, dass alle Parteien sich versuchen, entsprechend zu positionieren und hier zurückzurudern. Ja. Die ausgestreckte Hand gilt für alle. Und wir haben angekündigt, es gibt ein Personenkomitee, das auch nach außen hin diese Initiative unterstützt. Wir freuen uns, dass er hier auch Mitglied ist. Die Frage bezüglich Volksbegehren ist eine ganz simple logistische. Ein Volksbegehren ist ja an sich ein Instrument, wie der Name sagt, Begehren des Volkes, das heißt, das Volk hat die Möglichkeit, Themen in die Politik einzubringen,
die die Politik ansonsten nicht berücksichtigt. Ein Gemeinderat hat das eigentlich ja erstens nicht notwendig, weil er die Themen selber einbringen kann, was er jetzt auch getan hat. Insofern verstehe ich es nicht ganz, ja, weil das Ziel eines Volksbegehrens ist ja nur, dass der Gemeinderat in dem Fall jetzt über ein Thema diskutiert. Das passiert jetzt eh. Insofern verstehe ich noch nicht die Intention dahinter. Aber er ist ein, wir sind. Bitte? Okay. Aber es ist eine offene Hand. In alle Richtungen. Vielleicht noch zur Ergänzung. Man muss sich vorstellen, dieser Vertrag ist erstens am Vormittag der Sitzung gemacht worden. Vom Vorstand, das ist ja immer so, wichtige Sachen werden immer vom Vorstand abgesegnet worden. Da hätte jetzt spätestens zu diesem Zeitpunkt hätte jeder die Möglichkeit gehabt, den Vorstand, da sind die Grünen leider drinnen, zu sagen, da stimmt was nicht, da passt was nicht, da muss ich vielleicht nochmal überdenken. Das ist am Vormittag geschrieben und am Nachmittag wollte es der Bürgermeister durchziehen. Und der Werner hat gesagt, man muss ja auch wirklich noch ergänzen, der hat seine Rede begonnen mit grundsätzlich. Ich bin eigentlich dagegen, wer aber im Kompromiss dafür sprechen. Und dann die Diskussion hat es erst ergeben, dass er dann wirklich dagegen war. Da hat er morgen gesagt, da sind viele zum Denken gekommen, die anderen nicht rein dürfen. Das ist ja so, der ganze Gemeinderat mit ihren Chefs, da dürfen die anderen halt wohl nicht rein und scheinbar denken auch nicht mittlerweile. Nein, denken sie ja wohl alle, weil man sieht ja unter anderem Diskussionen, ich rede, die sind ja alle Feinden und mittlerweile sind ein paar sich persönlich angegriffen scheinbar, warum auch immer, keine Ahnung. Man redet ja, auch mit fremden Fraktionen redet man, und mittlerweile ist natürlich eine andere Meinung. Und das, keine Ahnung, was da ist. Gott sei Dank gibt es jetzt diese Infoveranstaltung, weil der Bürger hat mittlerweile ein klares Wort gesprochen. Weil eins kann ich sagen, so eine Diskussion in unserer Gemeinde, das ist überhaupt nicht erlebt. Und da ist auch ein einfallsierendes Thema und dieser Bau. Wie ist das? Wenn wir schauen, wie stehen wir? Das ist natürlich ganz netterweise der erste Punkt, was ich noch im Dezember eingebracht habe, weil das gehört das Basteln genau zum Thema. Dass man bei uns noch immer witzigerweise auf den ganzen öffentlichen Straßen mit sehr, sehr giftigen chemischen Mitteln das Unkraut kämpft. Das hat das FIFA schon sogar vorgezeigt, wie man das auch anders machen kann, das ist vielleicht auch nicht das Sinn, aber es gibt perfekte andere Lösungen als bei uns. Und diesen Punkt hat man jetzt hergenommen und hat, weil es ist ja kein Punkt, es gibt ja keinen Amtsvertrag für diesen Punkt 3, wie es auf der Tagesordnung umsteht, das heißt Beratung und Beschlussfassung über die Freiheitung der gesamten Liegewiese des öffentlichen Standortes am Eifersee. Diese habe ich ja angeregt zur Umweltausschusssitzung bzw. einer Sondergemeinderatssitzung. Da bedarf es in meiner Position 7 weitere, was das unterstützen, dass sowas eingerufen wird. Und das geht sich wahrscheinlich dann zeitweise gar nicht mehr aus, oder wohl. Beziehungsweise ein Vorstand kann das einberufen. Das hätten auch wiederum alle seit 21. Dezember machen können, in ihrer Funktion. Weil alle Befürworter, außer der Werner, aber auch der Werner selber, hätten die Möglichkeit gehabt, eine gemeine Sonderratssitzung zu machen. Die Vorstellung haben wir dieses Jahr. Ich bin leider noch in einer niedrigen Position, brauche Mitstimmer etc. Nur die Möglichkeit hätten alle immer gehabt. Und jetzt, wo der Druck so groß wird von der Bevölkerung, wo jeder Einzelne mitkriegt, dass das überhaupt nicht erwünscht ist, was da geplant ist, jetzt kommen Sie mit Ihrer Reserve, mit Ihrer Wartstelle raus. Ganz wichtig an der Stelle ist, die Bürgerinitiative hat eingeladen am 26. Jänner, das ist am kommenden Montag, um 19 Uhr zu einer Diskussions- und Informationsveranstaltung, die wird stattfinden im Dorf Hotel Schönleiten um 19 Uhr. Da hat auch der Bürgermeister sein Kommen zugesagt, ob der Investor kommen wird, ist noch zu klären. Wir würden uns freuen, um diese Dinge zu diskutieren. Auch da gibt es die Möglichkeit, vielleicht den einen oder anderen Punkt noch in dieser Diskussion festzumachen. Wie gesagt, unser Wunsch ist hier einmal Dinge
zu klären und dieses Momentum jetzt auch zu nutzen, um manche Dinge mal außer Streit zu stellen.